Ja, die Harley kommen nicht hinterher. Da können die machen, was sie wollen. Also wenn ich mal Bundeskanzler werden sollte, dann ist auf jeden Fall Hardstyle und so eine ganze Geschichte. Dann gibt's das nicht mehr in Deutschland. Wird das verboten. Hier. Bup, 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 bup. Und dann kommt jetzt hier nochmal so ein Ding. Bup, bup, bup. Was soll die Scheiße? So, Leute, sag ich mal, einen guten Tacho, meine Eierköppe. Alles, was mir oben fehlt, habe ich unten zu viel. Ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein Video mit zwei Themen drin, weil für ein jeweils ein eigenes Video, das wäre eigentlich zu lang. Und zwar, ich habe ja das Szene Intercom SF2, welches ich ja vorher hauptsächlich zum Motovloggen benutzt habe. Und jetzt, wenn ich nicht Motovlog gemacht habe, dann habe ich halt Musik gehört. Also ich höre immer Musik beim Motorradfahren, außer jetzt, wenn ich jetzt natürlich einen Motovlog mache, dann nicht. Weil auf drei Sachen gleichzeitig konzentrieren schaffe ich dann nicht. Ich höre Musik und zwar, weiß ja nicht, wie habt ihr das beim Motorradfahren? Könnt ihr euch dann konzentrieren, wenn ihr Musik hört oder nicht? Ich habe gerade gedacht, hier wäre irgendwas losgegangen. Nee. Warum piept das hier so? Was piept denn hier so? Jetzt hat der LKW, der piept. Ich höre ja grundsätzlich eigentlich überwiegend nur Rock, Metal und solche ganzen Geschichten. Und mache ich beim Motorradfahren nicht anders. Motorradfahren alleine ist ja schon, gerade nach einem stressigen Arbeitstag oder wenn sonst wo Ärger ist oder so, Motorradfahren macht einfach frei. Weil du musst dich, wenn du jetzt nicht gerade einen Motorvlog machst, konzentrierst du dich ja wirklich nur auf die Straße und auf die Landschaft oder auf Kies, Bagger, Loch. So was halt. Du bist halt mit den Gedanken ganz woanders. Und genau wie jetzt mit dem Motorvlog, ich denke dann darüber nach, was ich spreche und fahre halt Motorrad und denke nicht über den Alltag nach. Irgendwie passt das ja eigentlich auch dabei. Und so sehe ich das halt mit dem Musikhören genauso. Weil ich immer meine Playlist habe. Ist auf jeden Fall Metallica, darf einfach nicht fehlen. Böse Onkels darf nicht fehlen. Testament darf nicht fehlen. Was habe ich denn sonst noch? Also einiges immer drin, aber sind so Hauptbestandteile. Motorhead darf nicht fehlen. Gerade als so, ich bin ja mehr so der Rocker-Typ. Was ist los? Hast du eine Pizza im Horchlappen? Der härteren härteren Fraktion, sage ich mal. Und ja, ich ziehe mir dann gern beim Motorradfahren. Also es kommt auch immer drauf an. AC/DC habe ich ganz viel drauf, wenn es so gemütliche Fahrten werden soll. Dann ziehe ich mir einfach nur so Rock rein, ne? Rock oder Hard Rock. Und ich finde das entspannt. Gibt ja einige, die grundsätzlich sagen, bei so einer Musik, da werden die aggressiv oder was, und kann ich auch irgendwo verstehen. Aber ich finde das einfach. Für die einen ist das Beethoven, für mich ist das halt eine E-Gitarre. Das Beruhigende. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel mit dem Motorrad von Ed Sheeran oder wie der heißt, reinziehen müsste, da fahre ich sofort vom Baum. Ohne Wenn und Aber. Ja, so hat jeder so seinen Geschmack auch. Ich kann auch nicht verstehen, wie man Techno und so eine Scheiße hört. So Hardstyle-Musik oder wie sich die ganze Scheiße nennt. Also, da ist doch nur sinnlos auf den Ohren rumtrampeln. Aber gut, das ist mein Geschmack so, ne? Also, derjenige, der das hört, denkt sich wahrscheinlich, was hört der da für eine Krachmusik? Also, wenn ich mal Bundeskanzler werden sollte, dann ist auf jeden Fall Hardstyle und so eine ganze Geschichte. Dann gibt's das nicht mehr in Deutschland, wird das verboten. Ja, komm. Na gut, das ist Quatsch, was ich sag. Aber ich kann mit so einer Scheiße nichts anfangen. Es gibt noch so ein paar. In meiner Jugendzeit hatte ich mal das ein oder andere Jahr. Da bin ich so ein bisschen in Hip-Hop abgerutscht.
Weil natürlich alle in meiner Zeit und alle meine Klasse, die hatten das. Also ich kannte Hip-Hop gar nicht, bis ich dann durch die Schule da mit in Berührung gekommen bin. Also ich bin wirklich schon mit Rammstein, mit Böse Onkels, mit Metallica, mit all diesen Musiksachen, mit Led Zeppelin und so weiter, auch alte Sachen, ne? Oh, ja, die Harley kommen nicht hinterher, da können die machen, was sie wollen. Aber die fahren ja wie Vollidioten. Leck mich im Arsch! Das gibt eine Anzeige. Habt ihr das gesehen? Ey, der ist ja locker 200 gefahren oder was? Habt ihr sie noch alle? Na gut, war eine richtig schöne CBR, glaube ich. Von den Farben her war das so eine relativ neue CBR. Aber die Harleys, die hatten ja gar keine Chance. Aber so muss man nicht fahren. So, dann fahr auf der Autobahn, wenn du so schnell fahren willst. Aber so zwischen, habt ihr gesehen, auch die Harleys, die haben so zwischen überholt, zwischen zwei Fahrzeugen. Da geht ja gar nicht. Also, erstens wäre mir mein Leben dafür zu schade, wenn jetzt ein Auto nur so ein bisschen ausschert. Zweitens, das Material, so eine Harley kostet auch mal eben. Oder so eine CBR, ich glaube, da war auch so eine Fireblade, die kostet auch richtig viel Kohle. Ja, und meine Knochen reparieren lassen kostet auch. Also Leute, das war mal ein bisschen wahnsinnig. Die brauchen Waffenschein und die haben den dafür nicht. Und dafür, da sage ich, sollten abgenommen werden, die Führerschein. Jeder Motorradfahrer hat mal hier oder da ein Kamhachen, wo es mal gerade beim Überholen oder so mal vorkommt, dass da mal ein bisschen Gas gibt. Aber das war lebensmüde. Habt ihr gesehen, wie die waren im Überholen, ich war hier und die hätten mich noch fast berührt. Gut, auf der GoPro, weil das sehr weitwinklig ist, kommt das viel weiter, also entfernt rüber, als es tatsächlich ist. Und glaub mir, das war schon nicht ohne. Ich habe den mit der CBR habe ich gesehen, weil das Licht, aber die Harleys, die beiden, nur im letzten Moment. Die eine war ja gelb, allein weil die gelb war, ist sie aufgefallen und weil ich es gehört habe. Und die andere Harley, ja, weil sie so im letzten Moment, so wie so ein Staubkörnchen. Also Leute, so muss man nicht fahren. Genau, ich war bei Musik. Und ja, ich höre mir gerne Musik beim Fahren an. Und das ist dann nochmal, wenn du dann so eine schöne Hausstrecke hast, und ich habe dann auch mal so die ein oder andere Kurve auf der Hausstrecke, und du bist dann frei mit deinen Gedanken und du folgst dann quasi dem Motorradfahren, du folgst dann der Strecke und auch der, ja, Natur, die du links, rechts daneben hast, und hast dann noch so ein bisschen Musik in den Ohren. Also ich finde das gut. Also ich kann mich damit dann gut entspannen. Es gibt dann natürlich, da muss man auch aufpassen, Musik beeinflusst ja einen auch. Also das ist dann auch schon so, dass gewisse Musiktitel einem dann auch aufpushen. Und das muss man natürlich auch wissen und einschätzen, dass man dann nicht in gewisse Gefahrenbereiche gerät oder auch, ich sag mal, in Bereiche, wo man seinen Führerschein verliert oder andere gefährdet. Und da, wo ich jetzt lang fahre, ist eigentlich dann gleich die perfekte Überleitung zum zweiten Thema, was ich in diesem Video mit ansprechen wollte. Ich mag da, wenn der Auspuff knallt hinten. Und zwar die schlechten Straßenzustände hier in Deutschland. Wenn ich jetzt rüberfahre nach Holland, und da habe ich ja echt nicht weit, von hier aus bis zu meiner, ich sag jetzt mal, da wo ich aufgewachsen bin, die letzten Jahre nach Strahlen, habe ich vielleicht eine halbe Stunde Fahrt. Und damals konnte ich von da aus mit dem Fahrrad nach Holland fahren. Und jetzt gerade so mit Motorradtouren, ich fahre gerne mit meiner Frau nach Holland, an der Maas. Oder auch allgemein, wenn du durch Holland fährst, die Straßen, die sind immer glatt, die sind immer schön im Vergleich zu deutschen Straßen. Gut, du darfst da teilweise immer nur 80 fahren, aber das fühlt sich so smooth an. Hier, du hast überall so kleine Dinger drin, und jetzt gleich zum Beispiel in der langgezogenen Rechtskurve oben auf der Brücke, wenn ich da 100 fahre, oder ich sag jetzt mal, ich fahre da 110, das kann dich auf die Fresse hauen hier in der Scheißkurve, weil da so, die sind so hoch, die Dinger, die jetzt gleich kommen. Nicht das jetzt hier, diese Brückenteile, aber jetzt gleich kommt das, warte, da, der fährt da rüber, hier, bup, 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 bup. Und dann kommt jetzt hier nochmal so ein Ding. Bup, bup, bup. Solche Sachen hast du andauernd hier bei uns auf deutschen Straßen. Als wenn da so Wurzeln lang, aber da war ja eine Brücke, da kann ja keine Wurzel sein. Warum baut man da so Kackdinger hin?
Oder kommen die durch Witterung? Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall der Zustand in unserem Land, von unseren ganzen Straßen, dafür, dass wir so viele, dass wir so viel Kfz-Steuern zahlen. Wo geht das denn alles hin? Die Kfz-Steuer geht auch an den Staat. Und ich weiß nicht, was damit gemacht wird, aber sollte sowas dann nicht zum Beispiel auch für das, für Ausbau von Straßennetzen benutzt werden? So, weil wir nutzen die Straßen, dafür zahlen wir Steuern. Also ja, unter anderem auch fürs Auto, aber wird davon nicht auch aus dem Pott was genommen? Oder anscheinend nicht, machen die sich nur die Taschen voll? Weil hier in Deutschland hast du kaum, also wenn hier mal eine Baustelle ist, zum Beispiel die, welche Autobahn war das denn jetzt hier? Ja, die steht da, was ist das, die 41? Ja, die 42, genau. Wenn du die Richtung Oberhausen fährst von hier aus, da war jahrelang eine Baustelle und da hat sich nie was getan an so einer Brücke. Da ist nie was passiert. Und auf einmal war die Baustelle weg. Oder hat sich langsam verkürzt die sich, so. Aber da tut sich nie was. Am Straßenblatt, der ist nie besser geworden oder... Also das ist komplette Katastrophe hier, die Straßen. Und jetzt, wo ich hier gleich lang fahre, genau das Gleiche da. Wenn ich durch Sinsheim fahre, durch Baal, da haben sich also eine Strecke, da ist auch nur 70. Das ist eine Allee, da fahre ich oft lang. Die Strecke werdet ihr kennen, wenn ich jetzt da lang fahre. Ich fahre hier sowieso oft lang. Und da haben sich so viele Motorradfahrer schon kaputt gefahren. Ich gehe mal davon aus, dass die auch zu schnell gefahren sind und dann wahrscheinlich nicht damit gerechnet haben, dass die Straße da so kaputt ist. Da sind teilweise auch so tiefe Schlaglöcher. Und wenn du dann, ja nicht, du brauchst noch nicht mal so eine Schräglage sein, du brauchst einfach nur dich erschrecken und dann bremsen und dann fliegst du vom Baum und bist tot. Wenn du da mit deinen 110 vom Baum fliegst, dann kannst du Pech haben und dann ist vorbei. Ja, ich weiß nicht, was das soll. Also das ist schon teilweise lebensgefährlich, wie unsere Straßen hier sind. Und ich kann das nicht verstehen, dass zum Beispiel in anderen Ländern, hier, das hier zum Beispiel, diese ganzen Wölbungen hier, kann man das nicht mal reparieren? Da verstehe ich alles nicht. So was gibt es in Holland nicht. Da hast du überall schöne Straßen. Und in Holland, wenn die dann eine Autobahn mal neu teeren, ich sag mal so ein Abschnitt von mehreren Kilometern, das ist in einer Nacht getan. Hier in Deutschland brauchen die Wochen dafür. Wochen! Was soll die Scheiße? Da machen die aggressiv sowas. Hier, so eine Kacke da. Weißt du, so Schlaglöcher. Du brauchst da, wenn du jetzt mit dem Rollerreifen oder mit dem Mofa-Reifen da reingreifst oder so, da kannst du auf die Fresse fliegen. Das muss doch nicht sein. Boah, hier überall. Du hast immer nur... Also ich komme mir vor, als wenn ich auf ein Pferd reiten würde, was unruhig läuft. Es hieß doch mal, Deutschland wäre doch irgendwie so ein reiches Land und ist so weit vorangeschritten. Das ist alles nicht mehr. Die Straßen sind scheiße, Handynetz ist scheiße, hier ist alles scheiße. Aber hier, das meine ich. Oh. Jetzt ist hier Achterbahn! Weißt du, wenn du dann nicht beide Hände am Lenker hast, dann. Dann verlierst du hier. Da hier, guckt euch die Scheißstraße an hier. Guckt ihr das an. Wenn ich da mit dem Vorderreifen reingehe, ne? Und dann irgendwie lenke oder so, dann fliege ich. Gut, ich kenne die Strecke. Ich weiß genau, da ist zum Beispiel jetzt hier das Schlagloch, dann kommt da gleich so ein Huckel, wo du drüber gehst. Und dann hast du so die starke Linkskurve, die links, wo da alle abbiegen. Ach ja, genau, hier haben die ja neu geteert. Vor ein oder zwei Wochen. Also hier, da kann man noch ein bisschen sehen, aber das ist neu gemacht. Vielleicht machen die jetzt ja die Strecke da hinten auch. Aber für das kleine Stückchen jetzt hier, das endet da vorne wieder, haben die eine Woche gebraucht. Wofür Holländer auf einer Autobahn zwei- oder dreispurig eine Nacht brauchen. Hier ist schon wieder vorbei und hier hast du schon wieder so Totschläger hier. Ja, wie seht ihr das? Also ich finde das schon heftig, mit was für Straßen wir uns hier rumschlagen müssen. Da sind meine Fans. Was ist denn los heute? Nur scheiß Strecken, dann hast du so Raser, die dich töten wollen und verdreckte Kurven. Oh. Irgendwie kein guter Tag zum Motorradfahren, habe ich das Gefühl. Und damit beende ich dann auch jetzt hier heute das Video. Und ja, ich hoffe, ihr genießt den schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut rein!